So, okidoki. Welcome back to the Uranium Folge 3000. Are you fucking kidding me? War das richtig? Das war schon wieder falsch, wetten? Ja, ja. Da habe ich mich gerade vertippt. So, jetzt aber. Geht doch. Das wird heftig. Dort wird dir heftig schief gehen. Ey, boy. Ja. Mach halt hinne. Danke. Oh, da fehlt was. So. Okay, also zuallererst war. Ich mach's erstmal nur einmal. Ja, damit, wenn wir was schief machen, schief bauen, wenn was schief läuft, dass wir denn nicht gleich alles direkt verkackt haben. So, das ist die Schleifmaschine. Da müssen wir das jetzt reinpacken. Aber kriegen wir einmal. Stopp. Und ich glaube, ich habe ihn schon direkt verkackt. Wir hatten noch ein Rezept bekommen, wo wir das zweimal bekommen. Uran. Grinding. Hä? Aber wieso haben wir es denn jetzt nur einmal bekommen? Ach, wir müssen das Rohmaterial grinden. Ah. Ja, okay, wir müssen direkt das Rohmaterial grinden. Mm. Na gut, das erste Mal ist direkt schief gelaufen. Danke dafür. So, dann müssen wir jetzt das jetzt hier reinpacken. Und daraus wird dann jetzt zweimal 3,5er, oder? Arbeitet das Ding überhaupt? Ja, es arbeitet. Nee, es arbeitet nicht. Muss ich das verstehen? Aber es war doch... Genau, 3,5er hat keinen Ursprung. Doch, hat einen Ursprung. Aber du willst das ja doch einschmelzen. Oh, Alter. Wie wir einfach schon wieder die Hälfte unseres Urans verschwenden. Zentrifuge ist bereit. Fossiles Uranstaub. Zentrifuge. Warte mal kurz. Da schauen wir mal am besten direkt nochmal in der Wikipage von die Wikipedia. Weil das ist mir gerade ein bisschen zu heikel. Wir könnten jetzt natürlich noch mal so einen Barren einschmelzen und dann den versuchen zu zentrifugieren. Aber wie gesagt, aus dem Barren kriegen wir dann nur noch einmal Staub. Und das ist mir nicht wert. Wir haben schon einmal verschwendet hier. Ne? Also, jetzt mal hier. Technik. So. Oh, ist das neu? Das Bild ist neu, genau. Maschinen, Konstrukt, Generator, Chest, Resources. So, jetzt mal gucken. Latex, Misk, was? Das war alles? Nee, das ist das falsche Dokument. Technics, dann ist es hier die README-Datei.
Modpack Manual, genau das Ding. So. Zentrifuge. Historically, the next form of iron. Digga, ich will keine Historie sehen. Zentri. Da. Achieving a higher content is a simple one to operate the lalala from the lalala and just using the recurrent amount of lalala because lalala and lalala both are random. In the default, chemically indicative. There cannot be chemically separated. In this way, the different elements are separated in each other when. Also, different to make mass, so they can be separated. Genau, genau, genau. Siehst du das nämlich jetzt, was ich meine? Weil die nämlich eine, ne, das ist ja, Uran unterscheidet sich ja danach, dass das eine glaube, das eine hat mehr Proton als das andere. Nicht Neutron. Oder was doch Neutron das. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall hat das eine mehr. Und diese Teilchenunterschiede wirken sich halt im Gewicht aus. Aber halt nur minimal. Es ist halt nur minimal schwerer bzw. leichter. Und deswegen kann man das mit einer normalen, wenn man jetzt einfach ein Glas hat, was einfach, ne, einfach stehen lassen, das funktioniert nicht. Sondern deswegen halt die Zentrifuge, weil die halt ein extrem, eine extreme Zentrifugalkraft erzeugen kann, die man dafür halt braucht. But because the atomic mass are very close and doesn't separate very well, they cannot be separated completely. But if possible, to reduce uran, that has isotopes mixed is different from uranium, and then we can. Okay. Oh my, oh my, oh my. A single pass through the centrifugal process two output streams. One is higher pressure operation and input. And one is significantly lower first. Okay. After that. Oh. Also wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, ich kann es ja mal versuchen zu übersetzen. Ein einzelner Durchgang erzeugt zwei Ausgabeströme. Einer mit einer etwas höheren Prozentwert als die Eingabe und einer mit einer etwas niedrigeren Ausgabe. Das heißt, wir müssen quasi mehrmals 0,7er geben, damit wir mehrere 3,5er und mehrere höhere Blöcke bekommen. Und das muss dann, diese Ausgaben müssen dann weiter zentrifugiert werden. Takes an input uranium with some special fission. In the middle of the cascade, and the two ends of the cascade produce probably in reach and. Alter, was soll das? Okay. Für von Technik Nuclear Reactors considering of average uranium. Genau, diese 3,5% Scheiße. So ist typical value for real life red water reactor. Ja, was anderes brauchen wir auch nicht. Ein Leichtwasserreaktor reicht aus. Current type of our generation. The initial run in this game, it must first be in dust form. Haben wir. Centrifuge will not operate on X. Okay, siehste, wäre also umsonst gewesen. Eine Zentrifuge arbeitet nur mit. Was eigentlich nicht stimmt. Arbeitet nur mit Staub. Eine echte Zentrifuge braucht Flüssigkeiten. Oder arbeitet meistens mit Flüssigkeiten. Auf jeden Fall arbeitet die halt mit Staub. Und diese Blöcke, diese gegossenen Blöcke, die bringen halt nichts, weil da kann sich drinnen nichts verschieben. In real life, uranium enriched is done with uranium in form of gas. Ja gut, Gas kannst du natürlich auch zentrifugieren, das ist richtig. It's the best to grind uranium lumps directly to dust. Ja, es tut mir leid. Because it yields twice as much as metal dust. So random is a rare form, dust in the block. The name of the inventory item indicates official proportion. Uranium has any available verschiedene proportion can be put. Okay, also was das quasi heißt ist, es ist besser, das Uran, was wir abbauen, diese Klümpchen, direkt in Staub umzuwandeln, weil das da doppelt so ergiebig ist. Tja, Ronny, hast du schon Scheiße gebaut. So, a single centrifugal operation takes two Uran. Okay, macht also zweimal Uran im Staub. Ach, scheiße. Das heißt, wir haben direkt verkackt. Dieses einzelne Uranium-Staub, den können wir also direkt wegkanten.
weil wir brauchen eine gerade Anzahl. And produces output 1 DAF per Visual of 0,1. One is so. Ich meine, ja, das hier ist zwar richtig, aber ist das nicht fürs Spiel ein bisschen heftig? Oh mein Gott. Okay, also was die uns hier quasi verklickern wollen, ist, das Uranium, was wir reinpacken, wird immer nur um 0,1% leichter. Das heißt, wir haben quasi keinen Gewinn, weil quasi aus einem Siemer-Block, wenn nicht 2, 3,5 war, sondern ein 6,9er und ein 0,1er. Das 6,9er muss ich dann nochmal, dann wird 6,8er draus und wieder 0,1er als Abfall. Das heißt, wir haben sehr viel Abfallprodukte und brauchen 34 Durchgänge, bis wir auf 3,5% runter sind. Ja, also, achso, okay, hier wird beschrieben, dass man dieses mehrfach durchgehen kann man auch automatisieren, indem man mit Pipes quasi eine Schleife baut. Das werden wir definitiv nicht machen. Angenommen, dass die Kaskade all the way produce one unit Uranium tested the input 5 units of fossil Uranium. What? Okay. Was? All the way to the proceeding 1 unit of fossil Uranium requires the input of 5 units of 0,7. Ich verstehe gerade die Aussage hiervon nicht. Hier wird gesagt, dass wenn man das Uran komplett runter, also nicht nur 34 Durchgänge macht, sondern halt so lange macht, bis am Ende 0%iges, was dabei rauskommt. Dann hat man eine Einheit von 3,5%. Und das, übersetze ich das gerade in meinem Kopf Gehirnprozess falsch? Ich mache mal hier Google Translate. Gib mal her jetzt die Kacke. Unter der Annahme, dass die Kaskade Uran bis zur Null verbraucht, erfolgt die Herstellung einer Einheit von 3 separat, der Einheit von 5 Einheiten von 0,7 spaltbaren natürlichen Uran. Okay, der übersetzt es quasi genauso, wie ich es übersetzen würde. Das macht aber für mich trotzdem keinen Sinn, was die da von mir wollen, als Nebenprodukt. Das heißt, wir haben auch noch 0,7%iges und das können wir dann wieder rekombinieren zu 3,5er oder was will der jetzt von mir? Alter, das ist eine Katastrophe. Uran.
es wird mir gerade zu kompliziert. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Das ist mir gerade ein bisschen zu Heavy Metal. Payback. Alter, was zur Hölle will das Spiel von mir? Okay, also wir müssen auf. Also dieses einfache, das was ich da jetzt gerade hatte, das können wir direkt wegwerfen. Wir brauchen eine gerade Zahl. Schade drum, aber was soll's. Ist ja zum Glück nur 1 von 44. Das ist noch verkraftbar. Aber zum Glück habe ich direkt die Notbremse gezogen und habe nicht direkt alles reingepfeffert, weil das wäre dann Katastrophe gewesen. Ja, dezent. Das wird echt heftig. Das wird echt heftig. Gut, du kannst weg. Jetzt kommt das Zeug hier rein. Nein, das Zeug kommt da rein. Ronny, mach nicht wieder alles falsch hier. So, jetzt haben wir davon 2. Und bekommen ist eingeschaltet. 0,6er. 0,8er. Eben, das ist ja nicht 7%, ist ja 0,7%. Wie zur Hölle soll ich denn da auf 0, ich muss auf 3,5% kommen. Pff, Alter, das ist ja Uran, was kommt da raus? Da kommt doch 0,7 raus, richtig? Nee, 3,5% Liga. Und aus dem Zeug wird was? Ach, 0,7%. Oh, ich habe die Einheiten verwechselt. Das ist 0,7. Und also wir brauchen nicht 0,35, sondern wir brauchen 3,5. Also nicht die Hälfte davon, sondern das Fünffache davon. Hä? Entschuldigung. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay, warte mal ganz kurz. Das würde bedeuten, wie soll das funktionieren? Das würde bedeuten, wir müssen quasi immer, wenn wir ganz viel reinmachen, bekommen wir quasi die Hälfte davon als höherwertiges. Die Hälfte davon als niederwertigstes. Dieses Niederwertige können wir dann wieder zentrifugieren, wovon die eine Hälfte davon wieder auf das Originalniveau kommt, was wir dann wieder spalten können. Dann haben wir aber wieder einen kleinen Abfall, also noch ein Viertel bleibt quasi übrig, was wir wieder spalten müssen, damit wir wieder und so weiter und so fort. So können wir Stück für Stück alles auf 1 höher hieven und das 1 höher müssen wir dann wieder zentrifugieren. Also das ganze Spiel ja quasi nochmal, nur halt eine Ebene höher. Das würde auch erklären, wie die da auf diese 490 Durchgänge kommen. Aber das ist doch krank. Das ist doch krank. Alter Schwede, wie soll der das? Bitte, wie soll der das? Okay, wir probieren einfach mal ein bisschen rum. Fick die Henne. Wenn ich aufhören soll, müsst ihr schreien, ne? Wisst das schon. Ach komm, halt stopp. Aus. So, das klatschen wir jetzt auch rein. Jetzt wird daraus 12 mal 0,8er und 12 mal 0,6er. Richtig oder falsch? Ist heftig. Das ist heftig.
ist heftig. Doch, das müsste eigentlich klappen, so wie ich mir das gedenkt habe. Wir haben zwar immer einen Abfall quasi. Und ich weiß, na doch, der Abfall. Wir haben tatsächlich sogar einen relativ hohen Abfall. Vor allem, wenn wir bis 3,5 hochkommen wollen. Wie soll das funktionieren? Bis 3,5. So, jetzt können wir nämlich das 0,6, da können wir wieder reinschmeißen. Und dabei entsteht dann auch wieder unser ursprüngliches 0,7er. Und das heißt, mit dem können wir das dann wiederholt nochmal das Ganze machen. Das heißt, wir hätten diesen einen Staub doch nicht wegschmeißen müssen. Wir haben aber irgendwann ein Abfallprodukt, auf jeden Fall. Das steht fest. Wie soll das funktionieren, Alter? Wir haben ja extrem hohen Abfall dabei. Ja, den kann er nicht mehr zentrifugieren. Er braucht also hier immer eine gerade Anzahl. So, jetzt schmeiße ich das wieder rein. Jetzt bekommen wir da 3 mal 0,8er raus und keine Ahnung, was noch. Alter, das ist krank, Mann. Das ist richtig krank. 0,6er, 0,8er, davon haben wir jetzt mittlerweile schon 16. Schaffen wir es, alles auf 0,8 zu heben oder haben wir da immer einen Abfall? Wir haben glaube ich, pro Stufe, werden wir wahrscheinlich immer einen Abfall haben. Es ist also unterm Strich ein Verlustgeschäft. Die Frage ist, wie stark dieser Effekt denn tatsächlich ist. Jetzt hört er einfach auf. Oh. Gott, braucht das Ding viel Energie. Okay. Hehe. Ja gut, so häufig wie wir das Ding auch einsetzen, macht das schon Sinn. Dann brechen wir euch mal ein bisschen ab hier, dann brauchst du das Ding erstmal Energie. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Heilige Scheiße, Alter. Das ist heftig. Da brauchen wir also alleine ein Atomkraftwerk, um das Ding zu betreiben. Alter Schwede. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal kurz Vollpause. Machen wir Vollpause? Wie lange ist die Folge bereits? Ist auch egal. Vollpause. Feierabend.